Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Schrott. Ich spiele heute Gasp oder so ähnlich zumindest. Dieses Spiel ist auf Steam kostenlos zu bekommen. Übrigens, falls es jemand interessiert, hat knapp 1400 schlechte Bewertungen erhalten und habe mir gedacht, boah, hey, das ist genau das Richtige. Ich habe es auch noch nicht gestartet. Wir sind jetzt immer noch hier im Startbildschirm. Mehr habe ich bisher nicht gemacht. Und deshalb Start Game. Bin mal gespannt, was passiert. Wow. Okay. Unlock Mars. Grab the DLC. Der kostet 2,99 oder 3,99. Auf gar keinen Fall. Moon. Ich habe auch keine Ahnung, um was es geht. Warning. This game is not designed to hold your hand. Once you die, blah. Okay. Hello? Respond. Are you okay? Hello? Respond. Okay. Look, it seems communications are down on your end, but we can see you are receiving us just fine. I guess for now I'll guide you to the other. Das sieht toll aus. It seems your capsule crash landed miles okay. From the LZ. Ich frage mich, ich weiß bis jetzt noch nicht, warum es Schrott ist. Warning. Wow, okay. Kann man. Crash Site. Interessant. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst du mal aufhören zu labern. Ich will labern. Danke. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das Ziel, unsere Crewmitglieder zu finden, indem wir den Signal folgen. Machen wir doch. Das sieht toll aus an für sich. Warning. Also ich schätze mal, das sind jetzt Bomben. 79% live. Ist das richtig? Das sieht schön aus. Was mich stört, ist, dass die Maus natürlich mitten im Bild zu sehen ist, aber 78%. Wow, okay, hier ist ein riesiger Krater. Muss ich da rein? Zumindest wird es mir da unten angezeigt, ne? Okay, kein Problem. 68% Oxygenlevel. Okay, mit der rechten Maustaste kann ich zoomen. Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonst ist da nichts da. Okay, jetzt ist das Licht einfach ausgefallen hier. Einfach hier runter. Ich meine, trotz geringer Schwerkraft gehe ich mal schwerer davon aus. Aber das ist ein Beweis dafür, dass wir Menschen schon auf dem Mond gewesen sind. Autsch, 67%. Ne, das ist das Oxygenlevel, 67%. Also, so viel Sauerstoff haben wir noch. Wenn ich überlege, 1300 Meter ist doch wesentlich näher als 2600 Meter, oder? Ja. Ich finde es toll. Man kann nicht viel machen. Man läuft jetzt hier im Endeffekt nur und weicht den ganzen Asteroiden, Meteoroiden aus. Okay, eine sehr komische Physik habt ihr auf jeden Fall und ihr verschwindet. Ich bin auch der Meinung, wenn ihr einmal aufgeschlagen seid, seid ihr einmal aufgeschlagen, oder? Und ich finde, er bewegt sich auch relativ zügig. Ich bin der Meinung gewesen bisher, dass der klobige Anzug es sehr schwer macht, sich fortzubewegen. Ja, also man macht echt nichts anderes, außer auf dieses Signal zuzurennen. Ja, das ist spannend. Aber halb so wild. Ja, wie bekannt, ich werde dieses Video auch nicht großartig in die Länge ziehen. Sondern ich werde jetzt einfach nur mal schnurstracks zu diesem Signal hinrennen. Mal gucken,
Vielleicht habe ich ja Glück, es ist schon das Richtige. Oder sind das alles Crewmitglieder? 1, 2, 3, 4, 5 Crewmitglieder. Die muss ich alle retten. Das ist ja durchaus realistisch. Ja, diese Stille. Aber, oh. Okay, das tut mir leid. Ja, ich mache im Mutant echt nichts anderes, außer auf die W-Taste zu drücken, für nach vorne zu laufen und mehr mache ich nicht. Ich kann mich nur nicht entscheiden, auf welchem Bildschirm ich jetzt schauen soll. Man sieht auch, hey. Licht, kein Licht. Licht, kein Licht. Licht, kein Licht. Aber generell, oh. Der hat mich böse erwischt. Der hat mich sehr böse erwischt. 37%. Ich glaube, dass... warum? Ich meine, mal ganz im Ernst. Warum? Diese Idee... ist ja ganz cool. Auf dem Mond rumzurennen. Ich meine, wie groß ist jetzt auch diese Welt? Ist die andere Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier der ganze Mond generiert worden ist, dass man da hier drüber rennen kann. Aber was mich hier auch gewaltigst auffällt, dass die ganzen Asteroiden einfach mit einer riesigen Geschwindigkeit hier unten aufschlagen. Dass man auch keine Chance hat, wirklich auszuweichen. Wenn man sich allein das ansieht. Da ist Physik doch nicht hier. So, sehen wir da unten schon irgendwas. 500 Meter. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Schauen wir mal nach oben. Okay, die sind weggeflogen. Oder despawned, oder... Wie viele Lummis? Ich glaube nicht, dass das möglich ist, trotz geringer Schwerkraft hier. Noch 400 Meter. Komm, das erreichen wir auf jeden Fall noch. Das erreichen wir. Einmal hier hochgehüpft. Zip. Und es hat Zip gemacht, ne? Die Erde. Unser Ei. Ja, Ostern steht vor der Tür. 34% Oxygen-Level. Da unten leuchtet irgendwas. Gutes Zeichen. Das schaffe ich. Die 300 Meter werde ich doch wohl noch schaffen. Wow. Okay. Na komm. Soll das die Sonne darstellen? Ich denke mal schon. Ja. Welche Raumstation ist das? Ist es die ISS oder ist es die Mir? Ich weiß es nicht. Die Frage ist auch, von wann ist das Spiel? Könnte sich ja... Kann man sich ja mit Sicherheit mal... Kann man nachschauen. Das Gute an diesem Spiel ist wirklich, es ist kostenlos und umsonst. Gratis auch. Und das finde ich am besten eigentlich, dass es gratis ist. Nicht nur umsonst, sondern auch gratis. Und, klipp und klar, eine Lebenszeitverschwendung schlechthin. Aber gar kein Problem. Unknown Signal. 46 Meter, da liegt da was auf dem Boden. Was ist das? Was ist das? Oh, das war knapp. Das war auch knapp. Was ist das? Kann ich was mit dir machen? Kann ich dich in die Hand nehmen? Kann ich die vielleicht deaktivieren? Nein. Also, einfach mal weiter geradeaus. Hüpf. Ich würde das Signal da gerne einfach deaktivieren können. Das wäre so hilfreich. Haben wir zwei Raumstationen? Also ich schätze mal, das ist die Raumstation ist. Und was ist das?
Oder sind das da hinten einfach nur Satelliten? Ich meine, dass die jetzt nicht, dass die Umgebung jetzt, wahrscheinlich ist es einfach eine schlechte Bitmap-Datei da hinten. Oh. Ist ein Stein wirklich jetzt mal liegen geblieben? Ah, die vermehren sich. Die vermehren sich ja wirklich da. Okay. Ein stiller Charakter. Ich würde euch gerne sagen, wie lange es noch dauert, dort bei den nächsten beiden unbekannten Signalen aufzutauchen oder anzukommen, in dem Fall. Aber ich kann es nicht lesen. Kann ich es lesen, wenn ich ein bisschen weiter nach links gehe? Bei dem einen steht auf jeden Fall eine 1 davor. Und bei dem anderen dann eine 2? Oder ist die 2, gehört die 2 zu der 1? Ich weiß es nicht. Da möchten wir auf jeden Fall hoch. Das Oxygenlevel ist immer noch bei 30%. Also ich bin da überzeugt, wenn ich einfach geradeaus gehe. Boah, hier ist es dunkel. Wenn wir einfach gehen, passiert mit dem Oxygenlevel nichts. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen springen. Warning. Ich habe gehofft, jetzt... Ich habe das Gefühl gehabt, dass er verdammt dicht dran war, aber ich frage mich auch, wo die Schatten auf der anderen Seite herkommen, wenn das Licht vor mir ist. Nun. Sieht man da schon was? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Kann man nicht irgendwie sprinten? Drücken wir mal die Steuerung. Nein. Alt, Shift, anderes Shift. Noch andere Steuerung. Alt, Gr, R, T. Z, passiert auch nichts. Ein U, ein I, ein O. Das P, noch nicht mehr Pause. 28%. Wir haben keine Map. Okay, RPG-Elemente hat es soweit nicht. Das kann ich schon mal sagen. Es gibt kein Inventar, es gibt keinen Charakter, den man ausbessern kann. Ja. Shooter-Elemente. Naja, ich weiß nicht, wenn man das bezeichnet. Also, man kann sagen, die Asteroiden shootern hier runter. Aber, hey, das war's auch schon. Mehr passiert hier gerade nicht. Okay, und während wir weiter diese 800 Meter, die 840 Meter, die noch vor uns liegen, gehen, werde ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Dasselbe empfehle ich euch auch, denn es sind immer noch 800 Meter. Und wenn ihr Pech habt, gehen wir noch weiter zu dem nächsten Unknown Signal. Ja, es ist übrigens ein leckerer Kaffee, und trotz dessen, dass er die Temperatur verliert. Warmer Kaffee ist nämlich für Anfänger. Aber kalter Kaffee. Hier passiert auch gar nichts. Nächstes Mal sollte ich mir vielleicht erstmal vorlesen, durchlesen. Um was geht es bei dem Spiel? Ist es überhaupt ein Spiel? Wie realistisch ist es? Also, ich habe damit kein Problem, wenn Spiele unrealistisch sind. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Eine unsichtbare Wand? Nee. Diese unsichtbare Wand wirft einen Schatten. Das heißt, ich habe jetzt 25% Sauerstoff, kann da nicht zu meinen Freunden hin, weil der Mond sagt, nö, hier ist eine Wand, mal, die ist gar nicht unsichtbar. Nö, wir wollen hier bleiben. Vielleicht ist es gar kein Survival Game. Also, dass man andere Leute retten muss und so.
sondern es dient einfach nur zum Abfacken. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Da hat jemand einfach eine Idee gehabt. Aber ich denke mal, wenn da hinten noch die Signale sind, ich muss doch da auch irgendwie hinkommen. So, bei dem war ich ja. Das heißt, wenn ich dort hinten nicht hingehen kann, weil der Mond nicht will, dass ich da hingehe, kann ich da vielleicht über diese unsichtbare Wand drüber springen? Natürlich nicht. Sollte ich vielleicht das Ding da hinten ansteuern? Denn viel mehr möglich. Es tut mir leid. Also wir waren jetzt wesentlich näher dran als an den anderen Signalen als an diesem Signal. Es tut mir wirklich leid. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dort hinten auch nichts ist. Andererseits, ich frage mich gerade, wie lange ich den Kram hier noch mitmachen möchte. Der Tree Simulator, den fand ich klasse. Ein Baum. Ich meine, was will man als Baum schon großartig machen? Aber als Astronaut, puh, da würden mir 10 Sachen einfallen, die mit Sicherheit nicht erlaubt werden, dank der NASA und der ESA und der, wie heißt die russische Raumfahrtbehörde? Ich weiß nicht. Und die Chinesen sind auch mit Sicherheit dagegen. Ja. Solche Sachen wie der erste Mann oder die erste Frau, wobei es für einen Mann einfacher wäre, der auf den Mond pinkelt. Einfach Lurs rausgeholt und Wassermarsch. Ja, einfach mal Reviermarkierung. Ne, so wie man es früher gemacht hat. Ne? Nicht so die blöden Flaggen aufstellen, nur weil das eine US-amerikanische. Der war knapp. Nur weil da so eine US-amerikanische Flagge hängt. Nein. So wie früher. Wie es sich gehört. Loris rausholen und ab gegen die Wand gepinkelt. Dann stellt euch mal Folgendes vor, wie es aussehen würde. Ich meine, Hunde machen es ja genauso. Die pinkeln an die Wand für Reviermarkierung. Machen viele Tiere übrigens. Nicht nur Hunde, aber der Beispiel mit Hunden gefällt mir am besten. Dann stellt euch vor, wie es aussehen würde, wenn die überall ihre Flagge hinstecken. Ja, dann hast du 10 Millionen verschiedenste Arten von Flaggen überall kleben, stecken und so weiter und so weiter. Hat auch keiner Spaß dran. Außer Sheldon Cooper eventuell für Spaß für Flaggen. Ja, das ist Hund XY aus XY. Der ist so groß, hat und dieses und jenes Fell. Na, das kann man dann alles anhand dieser Flaggen ab. Vor allem, Hunde sind nicht in der Lage zu kaufen. Definitiv nicht. Boah, es ist echt ein ätzendes Spiel. Wir kommen nicht vorwärts. 1600 Meter gerade. Aktuell. Noch 18 Minuten. Oder seit 18 Minuten läuft die Aufnahme ungefähr. Und es passiert hier gar nichts. Ich bin nur neugierig, ob da vorne überhaupt irgendwas passiert. Sollte man das Spiel noch ein zweites Mal eventuell spielen oder nicht? Oder ich hatte jetzt kurz Hoffnung, dass man eventuell was sehen könnte, was da hinten so auf mich wartet. Nein. Und während ich zoome, bleibe ich auch stehen. Okay, die Erde dreht sich immer noch kein Stück. 19%. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass ich hier oder dieser Astronaut verreckt, noch bevor ich überhaupt ein Crewmitglied gefunden habe. Mal ganz im Ernst, wenn die mir doch Funkensignale schicken können, wieso suchen die denn nicht mich, anstatt ich die? Was soll die Sauerei? Kann aber auch gut sein, dass sie es am Anfang erklärt haben, dass sie irgendwo festsitzen und ich bin jetzt der Held und muss die retten. Was ist, wenn ich keine Lust habe? Hat da mal jemand drüber nachgedacht? Natürlich, als Astronaut musst du dazu Lust haben, aber was ist mit der Privat? Hat man nicht mal auch hier Freizeit und so? Ich möchte meine Freizeit jetzt haben. Während die da rumgammeln und nichts tun.
Okay, die kämpfen um ihr Leben. Ja. Und was ist mit mir? Das sind so Egoisten. Und ich wette, wenn da auf einmal doch gleich ein Astronaut sein sollte, steht der da einfach nur doof rum und macht gar nichts. Nicht eingeklemmt oder sonst irgendwas. Er steht dann einfach nur da doof rum. Ja. Noch 1000 Meter. Ich weiß nicht, ob ich das bis dahin schaffe. Nein. Ich glaube, das schaffe ich wirklich nicht. 17% Sauerstoff. Ich glaube, das ist die schlecht dargestellteste Erde, die ich gesehen habe. Ist recht für ein Computerspiel. Andererseits, wenn das Spiel 20 Jahre alt wäre, oder sagen wir 15 Jahre, 10 Jahre. Nee, selbst bei 10 Jahren wäre es noch schöner gewesen, oder? Da hat man sich noch Mühe gegeben. Und nicht einfach nur so ein Bild von der Erde dahingesetzt. 900 Meter. Wir kommen der Sache näher. Ist auch kein Wunder, haben wir sonst nichts zu tun. Und links, falls es jemanden interessiert oder falls es noch nicht aufgefallen ist, seht ihr das Radar. Da könnt ihr sehen, wo die Impacts der Asteroiden sind oder wo die Asteroiden gerade sich befinden, die irgendwo einschlagen werden. Ich meine, nicht, dass das jetzt weiter relevant wäre. Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier wieder ein Krater oder eine Schlucht ist das ja, glaube ich, eher. Krater oder Schlucht, da kann ich natürlich auch nicht hin. Also, ich muss, anstatt dass ich da einfach durchrenne, was logisch wäre, denn die Steine fallen ja auch schließlich darunter, müsste ich jetzt außen rumrennen. Habe ich da Lust zu? Ich versuche jetzt, mich hier durchzuglitschen. Nochmal. Ich bin aufgekommen. Ich habe es runtergeschafft. Okay, so wie es aussieht, geht's weiter. Nein. Dieser Stein ist Markierung. Man sieht es auch gut, er ist... Ich verrecke gerade. Tot. Nun denn. Dann verabschiede ich mich von euch, von diesem... Ja, ich bin dead. Aber ich kann mich noch bewegen. Ich wollte mich verabschieden von euch. Selbst das bekommt das Spiel nicht hin. Einen vernünftigen Tod. Aha, ich hab's vergessen, natürlich. Ich weiß jetzt, warum. Deshalb sind es auch alles Bilder. Man hat diesen ganzen Menschen nur vorgegaukelt, ihr werdet auf dem Mond. Kein Sauerstoff mehr, von wegen. Das ist alles ein abgekartetes Spiel von irgendeiner Regierung. Okay, ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird noch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Also, mach's gut. Ciao.